Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 6. Februar 2017 hat der Unterricht des neuen Schuljahres begonnen. Seit dem letzten Jahr haben wir hier im Hohen Hause mit mehreren Nachtragshaushalten Stellenneubesetzungen für neue Lehrerinnenstellen und neue Stellen für die Polizei verabschiedet. Die im Schulkonsens vereinbarte Regelung, dass der Demografiegewinn im System bleibt und dadurch Qualitätsgewinne umgesetzt werden, beruhte auf der Annahme, dass wir weniger Schülerinnen in naher Zukunft zu erwarten haben. Wir haben aber, wie Sie alle wissen, meine Damen und Herren, seit 2015 40.000 neue Schülerinnen dazu bekommen. Und wir haben mehr als ein halbes Dutzend Nachtragshaushalte auf den Weg gebracht und 7.300 neue Stellen im Bereich Schule geschaffen. Und wie zu jedem Schulausschuss in den letzten Jahren hat die Schulministerin zu Beginn des Halbjahres die aktuellen Zahlen zur Lehrerinnenversorgung vorgestellt, so auch am 8. Februar, meine Damen und Herren von der CDU. Und von den 2.650 zusätzlichen Stellen für dieses Schuljahr sind 1.950 Stellen im Besetzungsverfahren. Das heißt, ein Viertel der Stellen sind derzeit unbesetzt. Und ja, diese Zahl kann uns als Haushaltsgesetzgeber nicht zufriedenstellen. Wir können damit nicht zufrieden sein, denn wir wollen die besten Bildungschancen für unsere Kinder. Und deswegen sind aus unserer Sicht folgende Maßnahmen notwendig. 9.000 Ausbildungsplätze für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter müssen bereitgestellt werden. Frühzeitige Bewerbungsmöglichkeiten von ausgebildeten Lehrkräften am Ende des Vorbereitungsdienstes, noch während der Prüfungsphase. Unverzügliche Einstellungsmöglichkeiten, soweit die Stelle frei und besetzbar ist, regelmäßige kurzfristige Listenziehung für die Lehrereinstellung, Werbung an Grundschulen zur Aufstockung von Teilzeitverträgen, zur vorzeitigen Rückkehr aus Beurlaubung, zum späteren Eintritt in den Ruhestand, zur Gewinnung von pensionierten Lehrkräften, auch mit finanziellen Anreizen. Einstellungen im Seiteneinstieg in anderen Schulformen, wobei die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in der Regel zu ausgebildeten Lehrkräften weiterqualifiziert werden. Und zum Schluss Verwendung der Mittel aus nicht besetzten Stellen für befristete Aushilfs- und Vertretungsmöglichkeiten. Meine Damen und Herren, alle diese Maßnahmen laufen bereits. Sie zeigen Erfolg. Die Schulministerin hat das am 8. Februar Ihnen vorgestellt. All diese Maßnahmen werden umgesetzt. Die Stellenbesetzungsquote, die Kollegin Gebhardt hat das gesagt, in den letzten Jahren, trotz der vielen Nachsteuerungen durch Nachtragshaushalte, bei 97%. Warum also jetzt dieser Eilantrag? Weil Sie wissen, dass Sie in der Vergangenheit trotz aller Herausforderungen in Ihrer Regierungszeit 97% nie erreicht haben. Weil Sie wissen, dass wir im Vergleich zu 2010 über 18.000 zusätzliche Stellen im System Schule haben in Nordrhein-Westfalen. Weil Sie wissen, dass Sie die Ausbildungskapazitäten am Ende Ihrer Legislatur, wo Sie abgewählt worden sind, auch wegen Ihrer Bildungspolitik, weil Sie die absenken wollten, das war die erste Maßnahme, die wir verhindert haben. Und weil Sie das alles wissen, sind Sie konterfaktisch unterwegs in diesem Parlament. Sie benutzen die Zahlen aus der Kleinen Anfrage des Kollegen Stein, die sind vom 1. Januar. Da kann man Ihnen nur sagen, meine Damen und Herren, die Bundesliga endet auch nicht mit der Herbsttabelle. Und das ist ja nur noch mit Humor zu ertragen, dass Sie dann auch noch jemanden finden, der diese Zahlen ungeprüft übernimmt und dass das dann Ihr Aufhänger ist in der Rheinischen Post, der Artikel. Das ist ein selbstreferenzielles System. Das glaubt Ihnen außerhalb dieses Hauses doch niemand und die sachkundigen Kolleginnen und Kollegen wissen das auch ganz genau. Und schauen wir doch mal in andere Länder. In Bayern sind über Jahre 10% der Planstellen bei der Polizei unbesetzt. Das sind 2.500 Polizeibeamte, die dem Freistaat Bayern fehlen. Von den zusätzlichen Stellen beim Verfassungsschutz in Bayern sind gerade mal 40% besetzt. In Sachsen haben wir eine Stellenbesetzungsquote bei den Grundschulen von gerade mal 85%. Ihre Kultusministerin in Sachsen denkt laut darüber nach, dass Sachsen wieder verbeamtet. Also tun Sie doch nicht so, als wenn man mal eben schnipsen könnte und wir könnten alle Stellen besetzen. Es gibt auch andere Bundesländer, die nachgebessert haben. Der Lehrermarkt ist nun mal leer und es gab keinen vergleichbaren Aufwuchs bei den Stellen in irgendeinem anderen Bundesland. Hören Sie auf, so zu tun, als wenn es anders wäre mit einer anderen Regierung.
Meine Damen und Herren, es braucht differenziertes Handeln und Arbeiten im Detail. Es ist kein NRW-Phänomen und wir müssen diese Komplexität aushalten. Und wir wissen, dass die Schulministerin sich dieser Detailarbeit widmet, dass sie erfolgreich ist. Und wir sind zuversichtlich, Herr Präsident, wir sind zuversichtlich, dass wir die Stellenbesetzungsquote der letzten Jahre auch erreichen. Hören Sie auf, hier konterfaktisch zu arbeiten, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Abel.